So, moin, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Warum leckt's jetzt so die Performance irgendwie achtmal so niedrig wie das letzte Mal? Ich habe jetzt endlich einen VM-Sklaven gefunden. Ihr glaubt nicht, wie schlimm das war. Ich kann einfach nichts gescheit schwächen. Und ohne Schwächen bleibt nichts drin. Ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten gebraucht, bis ich dieses Viech gefunden habe, das dann dreimal seine physische Defense hochgepumpt hat, damit ich es irgendwie dann schwächen konnte. Gott, war das schlimm. So, das wollte ich noch machen. Es ist halt traurig, wie man den Unterschied zwischen Spezial- und normalem Angriff hier merkt. Die Attacke macht immer mehr Schaden als die hier. Ach so, bin ich dumm? Was? Ich dachte immer, Gyroball ist, je schneller man selber ist, desto höher der Schaden. Und ich habe immer mit Trick Room alles getan, damit der Gegner verdammt noch mal schneller als ich ist beim Fangen. Kein Wunder! Nicht so, als würde ich die Attacke noch mal nutzen. Ah ja, und VM eben. Der Grund, warum ich das Ding gefangen habe. Das Gute ist eben, dass es fast schon reicht fürs ganze Spiel. Ein anderes werde ich noch brauchen. Oder kommt drauf an, inwiefern andere meiner Pokémon, die ich noch bekomme oder habe, zum Beispiel Attacken wie Surfer oder Fliegen lernen können, die ich dann auch freiwillig ins Moveset nehmen würde. Also was ich auf keinen Fall im Moveset haben will. Ist Rock Smash, Cut, was gibt's überhaupt alles? Strange ist auch nicht gerade toll. So Kaskade, Surfer, Fliegen fallen mir noch ein. Gibt's sonst noch irgendwelche nötigen VMs? Blitz. Ja, das sind so die vier, die ich dann vermutlich auf das Ding haben würde. Die anderen würde ich auch auf meine Haupt-Pokémon nehmen. Dann können wir jetzt hier rübergehen und uns. Ich würde jetzt gern sagen, uns einen neuen Encounter holen, wenn ich nicht wüsste. Das, Digga, ich schaff's nicht, meinen VM-Sklaven zu fangen. Wie soll ich ihn dann jetzt. Andererseits muss man sagen, dass hier natürlich die Pokémon higher gelevelt sind. Wenn du mich bekämpfen willst, dann bring ich dich um. Moin, Günther, guckst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Danke für das Gespräch. Gut, dass du so viel geredet hast. Man hat ein Pokémon gehört. Hey, hast du das gehört? Komm, lass uns nachgucken. Ich will erst meinen Encounter. Oh, Überraschung. Ich krieg nicht erst meinen Encounter. Warte. Oh, guck mal. Die katholische Kirche. Wir haben dich, Mutter. Komm schon, mach einen Traumnebel. Aua. Wer seid ihr? Was tut ihr? Redest du über uns? Wir sind die katholische Kirche. Wir kämpfen Tag und Nacht um die Pokémon. Von den närrischen Menschen zu befreien. Was wir machen, Munna und Mushana können mysteriösen Dampf, der Traumnebel genannt wird, der die Träume von Pokémon, von Menschen zeigt. Wir brauchen das, oder wir werden es nutzen, damit Leute ihre Pokémon freilassen.
Wir zeigen, wie Träume sie manipulieren können. Los, spuck die Scheiße aus! Jetzt spuck die Scheiße aus! Du trittst ein Pokémon? Das ist das ist böse! Ja, wir sind Trainer. Aber wir kämpfen für einen anderen Grund. Wir kämpfen für die Freiheit der Pokémon in Gottes Namen! Ah ja, übrigens retten wir mal deine Pokémon von dir. Ey, lass Günther auf. Die katholische Kirche kommt. Swimmer weiblich Marilyn. Ah ja. Die katholische Kirche ist am Start. Sie sind die Antagonisten dieses Spiels. Yo! Komm, Dünger! Düngen wir diese Haufen Scheiße mit sich selbst! Das war die beste Ansage, die ich je gemacht habe. Ich hätte Bone Club nutzen sollen. Ach, aber das Ding ist einfach... Ich bin aber auch lucky mit der Attacke. Fast immer, wenn ich das benutze, ist der Gegner einfach ein Dragon-Type. Ich meine, gegen was anderes ist das ja nicht mal sehr effektiv. Und was zur Hölle war das für eine Attacke? Was zur Hölle war das für eine Attacke? Ich habe keine Ahnung, wie Attacke auf Deutsch heißt, aber ich kann es mir vorstellen. Jawohl, das war Prio-Attacke. Und jetzt kommt meine Todesmuschel an und macht dir Schelle. Ich muss nur aufpassen. Der zweite wird mich jetzt natürlich auch noch herausfordern. Und für den Encounter brauche ich Dünger im Team, damit ich vielleicht irgendeine Chance habe, es zu schwächen. Und wenn Dünger jetzt gegen den zweiten stirbt, dann hab ich ihn halt nicht mehr, bevor ich mein Ziel hier erfüllt habe, was der Encounter ist. Und dann ist es zu 100% unmöglich, den Gegner zu schwächen. Deswegen jetzt gegen katholische Kirche Pansy gut aufpassen. Burmadam. Ich habe leider auch ein paar Bälle verbraucht auf der Jagd nach dem VM-Sklaven. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, noch 6 Poke und 3 Superbälle. Letztendlich habe ich auch einen Superball gebraucht, wie man vielleicht gesehen hat. Ich gehe wirklich auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, was das Ding kann. Außer nichts. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich Karma dafür, dass ich das gesagt habe. Oh Gott. Obwohl, ja, okay, wieder gerandomized. Obwohl, wäre die Attacke im Normalfall eigentlich normal oder Kampf? Naja, ich benutze auf jeden Fall Bone Club. Wir werden jetzt ja sehen, wie stark es ist. Ja, okay, wirklich nicht stark. Benutze nochmal die Todesmuschel. Digga, warum ist die so stark? Die Todesmuschel ist broken. Jetzt mal im Ernst, das ist so eigentlich eine Attacke. Bei der dachte ich mir, Alter, warum sind hier auf einmal so viele Fliegen? Nein, das dachte ich mir nicht, aber einen Moment. Gott, da waren auf einmal 3 Fliegen direkt vor mir am Fenster. Jetzt nicht mehr. Easy, Null random. Ah, ein Albtraum. Ja, die fliegen. Ich kann's nicht glauben. Aber wir müssen den Traumnebel bekommen.
Spuck dir Scheiß aus, du Mistviech! Verpiss dich. Guck mal, wer kommt. Was tut ihr zwei hier? Und nochmal, Jesus. Wir, die katholische Kirche, sollen Pokémon befreien. Von närrischen Menschen. Wenn ihr eure Aufgaben nicht erfüllen könnt. Das ist Das ist nicht Jesus Christ, wenn er versucht, Anhänger zu bekommen oder wenn er Leute kontrollieren will. Ja. Das ist Jesus Christ, wenn ein Plan nicht geklappt hat und er uns umbringen will. Lass uns entschuldigen. Und so schnell wie er gekommen ist, ist er auch schon wieder verschwunden. Jesus Christ. Der einzig wahre. Wir haben ein Embryo. Punkt. Was war das? Diese Person, Jesus Christ, ist überall aufgetaucht und war nicht echt, oder? Könnte das ein Traum gewesen sein? Oder es... Digga. Es ist der Allmächtige. Der kann alles. Hier ist Pokémon. Oh, moin, servus. Ich konnte nicht warten. Ist das Mushana? Moin. Moin. Und weg sind sie. Ist irgendwas passiert? Oh, Muna war hier. Und ja, dann irgendwie Jesus Christ. Ich glaube, ich hab's verstanden. Wie? Also, Mushana ist die Weiterentwicklung von Muna. Also, hat einfach einen Traum gemacht. Und das heißt... Warte. Das ist Traumnebel. Ich kann meine Nachforschung vollenden. Ihr kommt später nach. Wie random war das? Warum gehen wir nicht dahin? Hä? Ich gehe jetzt nach einem Pokémon gucken. Ich gehe auch erstmal nach Pokémon gucken. Ich will einen Encounter. Und das Item. Blue Shard, wow. Die Treppe ist hier drüben. Bisher noch keinen Encounter. Okay, den spare ich mir noch eine Sekunde auf und sammle erstmal die Items ein. Da hinten kann man noch runter. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Auf jeden Fall ziemlich sicher erst später. Was ist Eject Button? Wenn der... Ah ja. Krasses Item. Also, dann kann ich noch hier rüber. Hier war noch ein Item. Ein Walschal. Oh, der kann echt stark sein, aber ich mag's ehrlich gesagt nicht so. Vor allem in so einer Challenge, wo man keine Ahnung hat, was der Gegner für einen Typen und sowas hat. Glaube ich nicht, dass das unbedingt die beste Idee ist, das Item. Ach, hier liegt auch noch eins. Und irgendeine Beere. Dann ist es Zeit, Leute. Wünscht mir Glück. Wir brauchen jetzt einen guten Encounter. Komm, Dünger, wir holen uns ein neues Teammitglied. Irgendwann morgen. Kommt, ich guck weg. Oh, das wäre sehr interessant.
Es würde sich halt nochmal entwickeln auf Level 30 oder 6. Ich weiß nicht, wegen meinen Einstellungen halt. Ich weiß nicht. Also ich sag's so, es ist nicht das Pokémon, das ich am ungernsten haben würde. Glaubt ihr bei meiner niedrigen, bei meinem... Oh Mann, ich hab so einen Schiss, das ist einfach wieder... Vor allem das Ding hat safe eine ultra niedrige Fangrate. Ich muss es riskieren. Mein Spezialangriff ist für'n Arsch. Das dürfte eigentlich nichts machen. Was ist mit diesem Spiel? Was hab ich denn für ein Pech? Das ist das erste Mal, dass ich meine Encounter nicht sehr effektiv treffe und dann ist es ein Crit. Alter, muss ich grad los? Ich bin bestimmt nicht salty, das bildet ihr euch nur ein. Was ist denn das für ein dummer Rotz hier? Ich krieg... Aber wir kommen gleich auf die nächste Route mit der nächsten Chance auf einen Encounter. Er sagt, wir haben keine Chance auf einen Encounter, wir bekommen einen Encounter, aber ob wir ihn fangen. Ich brauche mal ein Pokémon, die dürfen nicht immer durch ihn... Ich sag euch, das Viech, dieses Jungblut, das hätte zu 100% überlebt, wenn das kein Crit gewesen wäre. Zu 100% hätte das den Rotz getankt. Aber dann kommt wieder mein RNG und sagt, nee. Jetzt mal im Ernst, wenn das so weitergeht, läuft die Challenge halt echt so weiter. Ich krieg gefühlt jedes 28. Pokémon. Und das ist dafür dann komplett OP. Noch ein paar Superbälle am besten einpacken. Jetzt mal ehrlich, was genau bringen mir Pokebälle überhaupt so wirklich? Ich meine, der Fakt ist, ich habe bisher noch keinen Encounter gehabt, der irgendwie schwach genug war, um legit im Pokéball drin zu bleiben. Und du verpisst dich da. Junge! Raus! So, weiter geht's. Das ist immer noch die Stadt, Alter. Die ist ja saugroß. Und dieses Item hier ist... noch eine seltsame Beere. Ja, die Challenge macht schon Bock, muss ich sagen. Sie hasst mich, aber sie macht Bock. Jetzt bleib mal stehen, du Olle. Ich weiß, wie TMs funken, Alter. Der sieht aus wie ein Pikachu. Ja, hier ist offensichtlich so eine Art Schlossgarten oder was auch immer. Ah, ich glaube, der lässt mich erst durch, wenn ich dir... Oh, stimmt. Fuck. Ich sage, ich schwöre euch, das war nicht geplant. Ich hab die einfach innerhalb von diesen 2,5 Sekunden vergessen. Ich hab die einfach komplett verpennt, dass sie existiert. Tada, jetzt kann ich hier... Hier hast du ein Seagear. Damit kann man eine Internetverbindung nutzen. Wunderbar auf dem Emulator. Ey, willst du mich verarschen? Das eine Viech, das ich vorhin zusammengeschlagen habe, klebt hier jetzt wieder am Fenster. Ich weiß, dass viele schon asozial finden, fliegen, wenn sie am Fenster sind, zu töten. Eigentlich gehöre ich aber zu Menschen, die dann wenigstens dafür sorgen, dass die noch eine halbe Stunde rumleiden. Deswegen habe ich eigentlich dafür... sichergestellt, dass die alle tot sind, aber offensichtlich nicht.
Nein. Ich brauch keine fucking... Ey, jetzt laber mich nicht zu. Nein! Jetzt labert mich noch mehr... Noch irgendwer zu, Alter. Ich will einfach auf die nächste Route und einen verdammten Encounter. Ah ja, und ich krieg... ein Perlpad. Yay, zum Freund. Euch ist durchaus bewusst. Boah, was war das, Alter? Übel verschluckt. Aber, hier, es ist irgendwie. Euch ist bewusst, dass ich mit all dem nichts anfangen kann. So, irgendwie. Was mich gerade interessiert. Wenn man ein originales Gerät hackt und darauf dann die Randomizer spielt, kann man diese Features dann nutzen? Also, nächste Route. Route 3. Hier können wir uns einen neuen Encounter holen. Oder auch nicht. Hier ist Pokémon Daycare. Hier ist anscheinend ein Kindergarten und auch hier auf dem im Kindergarten will echt wer kämpfen. Bruh. Ah ja, das ist anscheinend Pokémon-Züchterin oder sowas. Boah, das Pokémon passt sogar dazu. Mann, bist du broken. Ich fass es gar nicht, wie broken du bist. Bone Club. Oh, wie unnötig. Das Ding schmeißt mit Eiern, alles klar. Ich habe schon bemerkt, es war saustark. Man merkt, dass das sehr effektiv war. Das wird dafür reichen. So. Noch ein paar Erfahrungspunkte. Nee, lieber geht Dünger noch ein bisschen hoch. Hoffen wir einfach, dass das Ding nicht viel aushält. Als Fan. Und jetzt senkt es noch meinen Speed. Warte, paralysiert es mich damit auch? Es macht Damage und zwar sehr effektiv und senkt meinen Speed. Ist meine Muschel. Eher gesagt, ist meine Muschel dich. Ich brauche noch einen. Ja, Verwirrung und die ganze Kacke. Alter, warum macht das so? Ich gehe das Risiko ein. Ich kenne meinen RNG, das heißt, wir werden für den Rest der Route Dünger nicht benutzen können. Ja. Oh, das hat weniger gemacht, als ich dachte. Oder überlebe ich das? Bitte, bitte. Ja? Ich lebe noch. Die Sache ist halt echt die, wenn Dünger stirbt, ist gefühlt der Encounter, kann gar nichts werden. Alter, ich habe zu wenig Heil-Items. Das hätte ich mir gerade kaufen sollen. Muss ich in der nächsten Stadt dann mal machen. Ich will heute nicht ohne meinen nächsten Encounter beenden. Hör auf mit deinem Kack-Elektro-Web.
das freaking World Wide Web am Start. Es kann halt sein, dass das Viech inzwischen schneller ist als ich. Ja. Wenn ich mich jetzt selber treffe, könnte es sehr kritisch werden. Ja. Jetzt könnte es sehr, sehr kritisch werden. Ja, jawohl. Aber ich bin jetzt trotzdem in einer Scheißsituation. Eigentlich keine Heil-Items mehr. Und ich muss eigentlich heilen. Dünger hat ein Level erhalten. Ich muss heilen. Es ist belastend. Hier habe ich auch nichts. Das bringt auch nichts. Wenn, dann muss ich einmal den hier döllnern. In der nächsten Stadt baller ich mir dann die Tränke rein ohne Ende. Wow. Und das bringt gar nichts. Und hier ist jetzt Doppelkampf. Ja, 1 plus 1 ist 2. Wir haben es hier. Die KI wird heutzutage zu schlau für die Menschen. Wir haben, alles klar, Mom and Pa, das kommentiere ich nicht. Okay. Dünger und Kackviech, ihr kriegt die weg. Ihr schafft das. Hauptbone klappt da drauf. Und du haust Ice Punch da drauf. So machen wir's. Kackviech outspeedet mal wieder alles. Jawoll! Sehr schön, der One-Hit. Ich bezweifle stark, dass der auf dem anderen Viech auch rauskommt, aber... wäre vermutlich sogar schlauer gewesen, andersrum anzugreifen. Digga, was ist das für eine Animation? Und dafür war die Attacke jetzt irgendwie nicht gerade stark, ne? Ist relativ egal, Kackviech wird's eh finishen mit seinem Shadow Punch. So, komm. Geht mir aus dem Weg, ihr beiden da. Ich will einen Counter. Den ich hoffentlich dieses Mal auch irgendwie... Ich muss halt eigentlich schwächen, ist das Problem. Digga, ich würde mich auch über einen Raupi oder so freuen. Einfach aus dem Grund, das würde sich in wenigsten Leveln entwickeln. Und hier ist der Ort, wo ich meinen Encounter... Oh nein. Ja, ich hat's richtig im Kopf. Du Heslon! Ich hasse dich. Ich hasse dich. So abgrundtief. Was habe ich letzte Folge gesagt? Keine 2 Meter, ohne dass einen irgendwer anpisst. Digga, du Hässlicher! Ich find dein Haus und zünd's an! Also ich muss sagen, diese Randomizer ist ein bisschen actionreicher als die letzte. Letztes Mal haben wir im gesamten Projekt kein Legi bekämpft. Hier sind wir in Folge 4 und das ist unser drittes.
Wie genau soll ich jetzt gegen Raikou kämpfen? Es ist schneller, hat einen fetten Hit drin. Wie viel Damage mache ich? Oh, das ist sehr effektiv, jawohl! Ich hab's offensichtlich mit dem Dragon-Type zu tun. Ihr sagt sogar, ich hab einen guten Move ausgewählt. Ich weiß, war alles geplant. Das war sicher nicht Glück. Aber jetzt mal for real, diese Challenge macht halt an... nein! Diese Challenge macht halt an sich, weil sie wirklich... Sie kommt einem auch so komplett random vor. Das macht schon Spaß. Als Nuzlocke, nein. Aber nein, ey! Du Abfall! Du Abfall! Einen Hit tank ich hoffentlich noch, oder? Ey, jetzt mal im Ernst. Ich kann nicht in den Encounter ohne Dünger. Komm, mach schön viel Damage damit am besten. Ich glaube, drei Runden... Oder zwei, jetzt noch zwei Runden bräuchte ich das allein davon. Die Sache ist die, er ist schneller. Ich muss... Ich habe halt wirklich nicht die Heil-Items da, die ich bräuchte. Ich nehme wirklich mal die Hauptsache Überleben-Variante. Ich muss in der nächsten Stadt übel. Oder? Okay, da kommt es jetzt auch drauf an. An sich weiß ich, wie habe ich es am Anfang definiert? Ich darf nicht zurück und mich im Pokémon Center heilen, weil dann hätte ich die Möglichkeit, offen zurückzugehen, um eben Heil-Items zu kaufen. Ich würde sagen, ich mache jetzt ein Play. Zack. So. Es wird diese Runde an Muschelwist schon sterben. Und ja, ich denke, ich werde in die letzte Stadt zurückgehen und mir Items kaufen. Das ist, denke ich, sinnvoller. Das werde ich dann offscreen machen, nachdem wir unseren Encounter hatten. So. Raus. Raikou ist weg. Wenn du jetzt noch irgendwas Overpoweredes hast, ich werde auf jeden Fall wechseln. Das ist klar, ich werde auf jeden Fall wechseln. Wenn das Ding jetzt nicht wirklich das Allerschwächste. Welche Attacke ist das denn? Oh. Deutlich stärker als ich dachte. Fakt ist, Gyro Ball ist schwach. Aber zum Schwächen ist es... Ah, doch, komm. Scheiß drauf. Es war wahrscheinlich meine beste Attacke zum Schwächen, die jetzt weg ist. Was meine Encounter nur noch frustrierender machen wird. Und ich overlevel halt vollkommen. Der Encounter auf dieser Route wird schon wieder so gut wie nicht möglich zu fangen. Ja, geh auf den, auf Kackviech. Go, Kackviech. Du bekommst das Ding doch bestimmt irgendwie weg. So, ich würde sagen, wir gehen klassisch auf den Shadow Punch. Ja, macht gut Damage, kann man nichts gegen sagen. Die gibt mir so Respektschelle, aber macht nichts. Ja, er meint, es liegt an seinem Wissen, dass seine Pokémon so stark sind. Das liegt sicher nicht dran, dass dein Viech einfach ein fucking Raikou ist. Nein, nein.
aus dem Weg. Ich darf ja aber dann gleich schon meinen Encounter holen, oder nicht? Was war denn das? Why are you running? Wo sind die hingelaufen? Da lang, aber... Why are you running? Die sind so schnell. Mein Pokémon wird schon gut. Oh, why are you running? Du musst es hören, die haben das Pokémon für ein Mädchen gestohlen. Ja, Alter, sag das doch einfach. Wir holen das Viech. Die lassen mich jetzt nicht zurücklaufen, diese... Ah. Okay, das mache ich dann offscreen. Vorher. Komm, weißt du, was Dünger bleibt auf den Leben, auf den... Oh, ich krieg den Encounter, ich guck wieder weg, ich guck wieder weg. Was ist das für ein Ruf? Was? In welcher Dimension soll ich das Viech gefangen kriegen? In welcher Welt? Digga, wir sind auf Route 3, Leute. Eine Gegend, wo wir einen Encounter hatten, war keine Route. Also hatten wir bisher 4 Encounter. Und 2 davon waren legendär. Komm. Das ist Palkia. Das ist Palkia. Alter, das Ding will singen. Wenn ich jetzt critte, hinter mir ist die Tür. Jetzt ist nur das Problem. An sich, yay, ich hab das Ding gut geschwächt. Ja. Ich switch, damit ich ein paar Runden hab. Fakt ist, ich werde so oder so in 1-2 Runden aufgeben müssen. Ich werde Palkia nicht fangen können! Punkt! Ich werde es nicht fangen können! Es ist sehr effektiv gegen Eis, also wahrscheinlich so Feuer, Kampf... Dürfte eigentlich nicht sehr effektiv auf Kackfisch sein, genau. Ja, dass hier irgendwie mein Speed oder Genauigkeit, ja, Speed war klar. Dass das sinkt, juckt mich nicht. Jetzt kommt der traurige Fakt. Los, Pokéball. Du reichst doch sicher für Palkia. Ich dachte schon! Was war denn das? Ihr hättet gerade sehen müssen, wie ich da gesessen hab. Ich sitze einfach voll gechillt da, auf einmal wackelt das Eimer. Ich guck mal, also ich weiß natürlich nicht, wie genau ich ausgesehen habe, aber... Ich war schon so komplett verwirrt nach dem ersten Wackeln. Beim zweiten war ich so... Was? Dann kommt das dritte. Willst du mich verarschen? Und dann habe ich nur gedacht, Alter, klickt das jetzt, oder? Ich sage, jetzt wackelt's nicht so oft, danach werfe ich einen Superball. Es wackelt trotzdem. Dass es überhaupt wackelt, ist unrealistisch. Komm, wir machen jetzt dasselbe wie mit dem Fritzelblitz, das mein VM-Sklave ist. Das hat 2 Pokebälle gefressen, beim ersten Mal 3-mal gewackelt, beim zweiten Mal 1-mal. Im Superball ist es dann drin geblieben. Komm. Rein in die Olga. Ja! 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 Als ob!
Ich hab's gefangen! Ja! Was ist diese Challenge? Oh mein Gott! Ich hab einen fucking Pike hier! Ja! Mein Team ist OP! Oh mein Gott! Ich hab einfach Palkia gefangen, Alter! Was? 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 Alter! Dafür gibt's auch nur einen tollen Namen. Wir wissen alle, Palkia ist für den Raum zuständig. IKEA ist für die Raumausstattung zuständig. Und noch nie hat sich jemand so überlegt, wie er sein Palkia... Wenn ich jetzt Arceus bekommen hätte, dann wäre das Item, Bro. Aber jetzt mal for real, willst du mich flachsen? Ich hab einfach das fucking Palkia gefangen. So, bis zur nächsten Folge kaufe ich mir eben neue Items und dann geht's weiter hier auf Route 3. Wir sehen uns dann wieder. Typ Eis, Quiet Nature, offen Lost in Forts, passt voll zu Palkia. Die Werte sind ganz nice. Oh, ich habe einen Spezialangriffsba... Ja. Ja, gut. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.